Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter Stories. Ich befinde mich gerade mitten im Kampf gegen den Yangaruga und zwar dachte ich, ich mache einfach zum Üben, wie es aussieht. Nochmal einen Kampf dagegen, aber ich denke, vielleicht kriege ich das sogar diesmal hin. Er hat nämlich jetzt schon Kopf und Schwanz verloren. Und er kann jetzt keine 2 Angriffe mehr pro Runde machen. Okay. Weil ich dachte, ich mache das vielleicht mit dem Kampf offscreen, weil ich das Gefühl hatte, dass das eine Weile dauern könnte. Und ich habe tatsächlich jetzt einige Anläufe gebraucht, bis es soweit war, wie es jetzt ist. Aber ich denke, das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Ich hoffe es sehr. Das wäre echt blöd, wenn nicht. Okay, er macht Feuerarte. So, ein Wasserangriff für dich. Ja gut, das war okay. Meinst du, Monster ersetzt einen Kraftangriff ein? Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mach du doch bitte deinen wilden Feuerball. Und ich heile mich, solange ich... Wie ihr seht, ich habe auch noch kein Herz verloren, ja? Ich bin stolz auf mich. Ich glaube, das können wir noch mit einem normalen Trank heilen bei Miri. So. Au. Arme Miri immer. Ich setze auch mal einen Technikangriff ein. Ah, schade. Hätte ja sein können. Aber nicht wirklich. Okay, Miri ist fast down. Wir könnten 50 TP für alle herstellen, aber das reicht leider nicht für Miri, soweit ich weiß. So. Monty setzt einen Kraftangriff ein. Das ist, glaube ich, okay. Miri kriegt den Trank. Und schön. Wir haben es geschafft. Oh, dieser Kampf. Ich habe ihn so oft machen müssen. Okay. Geschafft. Wir haben Blümchen gerettet. Hoffe ich mal. Oh Mann. Das war anstrengend. Na dann. Wie geht's weiter? Ich bin gespannt. Hier, ich habe eine neue Rüstung, falls es euch interessiert. Blümchen, bist du verletzt? Wir haben dich besiegt. Würdest du dich bitte wieder hinlegen? Nein! Ja, danke, Naviru. Voll ins Gesicht gesprungen. Warum haben wir das nicht von Anfang an so machen können? Warum erst jetzt, Katze? Wieso? Na gut. Naviru. Ah, die beiden haben das gesehen. Ein Glück. Schön. Oh Mann, das Monster ist so fies. Ehrlich, ich habe Miri die ganze Zeit jetzt einfach geheilt und nur Rata angreifen lassen. Und so hat das dann am Ende doch funktioniert. Danke, Naviru. Und danke, Miri. Ihr Helden habt unser Dorf gerettet. Und dieser schwarze Nebel ist jetzt auch weg. Als Belohnung darfst du so lange mit mir kuscheln, wie du magst. Nein, danke. Das ist doch nicht nötig. Wir freuen uns einfach, dass Blümchen und der Rest des Dorfes jetzt in Sicherheit sind. Nicht wahr, Partnerin? Ja, absolut, Naviru, absolut. Okay. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh, Mann. Naviru, ich habe mich in dir getäuscht. Bitte entschuldige. Ich auch, mein Fehler. Ach, schon gut, Jungs. Ich war es, der euch auf Distanz gehalten hat. Sag mal, willst du nicht bei uns im Dorf bleiben? Blümchen würde... Alle im Dorf würden sich freuen, wenn du bleiben würdest. Tiger, ich habe mich entschieden. Könntest du mir nur einen Moment geben? Aber klar doch. Hey, du bleibst doch nicht. Miri, danke, dass du Blümchen gerettet hast. Ich habe mich immer für meine Andersartigkeit geschämt und meine wahren Kräfte verborgen. Aber trotz meiner Andersartigkeit konnte ich mit dir auf eine abenteuerliche Reise gehen. Ich werde mich meiner Kräfte nie mehr schämen. Und das nur deinetwegen, Miri. Du bist die beste Partnerin, die man sich wünschen kann, Kumpelin. Also, ich habe mich entschieden. Ich werde auch weiterhin an deiner Seite, in der Seite meiner treuen Partnerin reisen. Yay! Und gemeinsam werden wir den schwarzen Pesthauch aufhalten. Ich werde dir auf dem Weg als treuer Gefährte erhalten bleiben, Partnerin. Yay. Yay. Oh, Julia, hi. Miri,
Es ist ein Brief für dich im Haus der ältesten Malar angekommen. Notfall, komm sofort nach Gildegaran zurück, Lili. Ja, das ist nicht gut. Er ist von Lilia und es klingt, als stecke es in Schwierigkeiten. Du sollst besser mal nachgucken, ob da alles in Ordnung ist, Miri. Ich kümmere mich um alles, bis du wieder da bist, Spezi. Die Pflichten eines Riders, weißt du? Ich bleib auch in Coabney. Du sollst nach deiner Freundin sehen, Miri. Vielen Dank, Dolphy. Julia, kümmert euch um dieses Dorf, bis wir wieder da sind. Ja, so ist es also. Wir haben alles unter Kontrolle, Naviru. Geh schon und verschwinde wieder, wenn du unbedingt willst. Sorg einfach dafür, dass du hier wieder auftauchst, sobald sich dafür die Gelegenheit bietet, ja? Ja, du musst wieder heil zurückkommen. Wir werden alle auf dich warten. Blümchen ist schon zum Hafen aufgebrochen. Rede mit ihr, okay? Klar, man sieht sich, Tiger. Zickzack. Okay. Ich würde aber sagen, ich habe noch einige Eier auszubrüten. Die brüten wir mal eben alle aus. Du hast ein Ei? Ja, ich habe ein Ei tatsächlich. So, mit was fangen wir an? Ich habe etwas aus einem seltenen Monsterbau geholt. Deswegen fangen wir erst mit den anderen an. Von denen ich, glaube ich, weiß, was da drin ist. Das sind überall die pinken... Ja. Sie sagen zwar, es ist lila, aber es ist pink. Nein, Licht nennen wir nicht um. Und da dürfte dasselbe drin sein. Ja. Mal gucken, was du für Fähigkeiten hast. Für Gene. Entschuldigung, nicht Fähigkeiten, Gene. Okay. So, und jetzt das Ei aus dem seltenen Monsterbau. Mal gucken. Na? Und, was ist das? Ist das das... Oh, ja! Oh, süß! Guck mal, und das ist heil. Es hat kein abgerissenes Ohr an der Seite oder was auch immer das ist. Ach, schön. Kriegen die das erst, wenn sie erwachsen sind? Oh, jetzt ist es kaputt. Oh, schön, was das hat. Gift hat es, soweit ich sehen kann. Sehr schön. Und ich glaube, es wollte auch jemand so, also dass er danach benannt wird. Ich hatte das nur nicht rausgeschrieben. Das ist noch unter einer der neuen Folgen. Das muss ich eben nachgucken. Das sind die falschen Kommentare. Hier. So, okay. Wollen wir noch was zum Eingeben? Das war im Übrigen mein Geodreieck. Und ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt ein Geodreieck besitze. Braucht man manchmal. So. Das ist richtig, ne? Ja. Na dann, das ist auch ein cooles Monster. Müssen wir uns auch mal näher angucken. Vielleicht können wir es ja ins Team mitnehmen. Das wäre vielleicht... Gucken wir uns mal das Team an, weil, soweit ich weiß, benutze ich den Kitsu eigentlich gar nicht. Vielleicht sollten wir da mal die Gruppe ein bisschen ändern. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für eine sinnvolle Gruppe halten würdet hier mit den Monstern, die ich so habe. Wen werfen wir dafür raus? Wir gucken uns mal an, was der so kann. Oh, er kann auch fliegen? Cool, ich brauche Ratter nicht mehr. Fies. Fügt einen zum Gegner nicht Elementarschaden zu. Oh, hört sich auch witzig an. So, wir behalten ihn jetzt mal in der Gruppe. Allein, dass man mit dem fliegen kann, finde ich cool. So. Wie geht's denn meinen Monstern? Alle geheilt, super. Gut, dann... Hallo, Katzerwahn. Wir möchten gerne... Warum kann ich nicht den Katzerwahn nehmen? Aber ich muss mit dem Schiff fahren. Mann! Naviru, Blümchen, ich muss gehen. Das ist etwas, das nur wir tun können. Ich weiß, du bist nun mal ein Wanderer. Deshalb mussten sich unsere Wege irgendwann trennen. Aber das ist einer der Gründe, dass ich... egal, das Dorf ist in unseren Pfoten tatzensicher. Versuch darauf zu achten, dass Naviru keinen Ärger macht, Miri. Oh, vielen Dank, Blümchen. Fantastisch, packen wir unsere Donuts ein und machen uns auf den Weg. Okay. Hallo. Nach Gildegaran. Genau. Auf geht's. Ich muss mal eben was trinken. Aber während wir Schiff fahren. Oh ja, während die Speicher. Okay. Das Speichern abgeschlossen. Da, dann schauen wir uns das mal an. Was Lilia so hat.
Bestimmt nichts Gutes. Am nächsten Tag. Es tut gut, zurück in Gildegaran zu sein. Es ist eine Ewigkeit her, ich will mit meinen Kumpels abhängen. Aber Lilia wartet auf uns. Ah, na los, Kumpelin, wir sollten in Richtung Autorenhalle gehen. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Auf geht's. Du. Immer diese weite Strecke zu laufen. Ich finde das gut, dass ich da jetzt eine Schleife an meiner Rüstung habe. Dadurch sehe ich viel gefährlicher aus. Oder auch nicht. Was kommt jetzt? Irgendwas Großes, Böses muss ja noch in der Story passieren. Sonst wäre das ja langweilig. Bestimmt kommt jetzt der große Showdown langsam mal. Hallihallo. Klopf, klopf. Ich bin Miri. Ach, immer dieses Laden von den Zwischensequenzen. Hey Lilia, lang nicht gesehen. Wie schaut's aus, altes Haus? Miri, Naviru, wie schön, dass ihr gekommen seid. Also, was gibt es? Wir haben gehört, dass du uns sehen wolltest. Es geht um den schwarzen Pesthauch. Er breitet sich weiter aus. Epidemien brechen auf der ganzen Welt aus. Auf der ganzen Welt? Aber das würde ja bedeuten, dass die Dinge so eintreffen, wie sie Cheval vorhergesagt hat. Das Ende ist da. Beruhig dich, das wird nicht passieren. Wir werden es nicht zulassen. Wir werden den schwarzen Pesthauch aufhalten und ich weiß etwas, das uns dabei helfen kann. Es ist ein Buch. Das Buch über die Legende von Redan, dem ersten Rider. Hört ihr das an? Okay. In einer vom Pesthauch dunklen Welt erscheint ungerufen ein Retter, ein Held. Oh, Reime. Reitet empor auf einem weißen Drachen, zerreißt den Himmel mit lautem Krachen, vertreibt den Pesthauch mehr und mehr und stellt das Leuchten wieder her. Der Pesthauch soll ewig vertrieben werden vom Rider, er bringt uns Frieden auf Erden. Dieses Buch handelt mit Sicherheit von Rädern. Rädern kämpften Seite an Seite mit Monstern, aber selbst damals war es nicht normal. Er erlebte ein einsiedlerisches Leben, deshalb wurde er von allen gefürchtet. Aber das ist im Grund genauso wie Hakum heutzutage. Das stimmt. Nachdem er den Pesthauch stoppte, fand er Anerkennung in der Bevölkerung. Und so wurde die Überlieferung seiner Großtat aufgezeichnet. Gesattelt auf dem Rücken eines weißen Drachen brachte Redan das Licht zurück in die Welt. Der weiße Drache? Wenn wir ihn finden, können wir vielleicht den schwarzen Pesthauch aufhalten. Das war auch mein Gedanke. Große Geister denken ähnlich. Was? Und wir Autoren haben seinen Namen herausgefunden. Er ist Versa Pitru. Man sagt, er scheint immer dann, wenn der schwarze Pesthauch auf die Welt herunterkommt. Obwohl wir noch nicht wissen, wo er sich gerade befindet. Dann gehen wir ihn finden. Ich kann diesen Versa Pitru schneller auftreiben als eine geölte Miets. Warte mal, es gibt einen Ort, den ich als erstes besuchen würde. Er ist tief im Babda-Regenwald. Dort steht ein Monument, das Wandbild von Redan. Wenn wir es untersuchen, könnten wir mehr über die Legende von Redan erfahren. Und vielleicht können wir in Erfahrung bringen, wo Versa Pitru ist. Also dann, auf die Pfoten, gehen wir zum Babda-Regenwald. Kapitän Simon... Ne, ist schon vorausgegangen. Wir treffen sie auf dem Weg. Gehen wir, Paterin. Ja, auf. Gut. Ich finde das schön, dass ich immer eine Zusammenfassung der Quest am Ende nochmal bekomme. Ist recht praktisch, macht das Spiel schön. Gefällt mir. Na dann, auf zum Regenwald. Ich bin gespannt, was uns Fürchterliches erwartet. So. Du hast eine Quest? Was hast du für eine Quest? Er will Monsterprofessor werden. 6 Stück soll ich... Na gut. Ach, es sind ja nicht die Königs, sondern nur die langweiligen Normalen. Na dann, auf zum Babda-Regenwald. Kann ja nur schief gehen. Ha. Ich glaube, wir fahren am besten mit dem Katzerwahn. Stand. Katzerwahn. So, da kann ich außerdem noch eben speichern. Bevor wir da hingehen und irgendwas Fürchterliches passiert. Ich weiß nicht, was passieren könnte. Aber wir werden es herausfinden, was Fürchterliches passiert. Nur noch da oben, das kleine Stückchen fehlt uns vom Land. Da müssen wir wahrscheinlich als letztes hin. Da oben links, seht ihr das? Was noch ausgebraunt ist. Hier auf der Karte ist es nicht ausgegraut, sondern ausgebraunt. So, wo ist denn der Regenwald? Regenwald-Eingang. Okay.
Dann können wir gleich unser neues Monster angucken. Ich bin gespannt. Soll ja auch fliegen können. Oh, da müssen wir eben noch mal raus. Ich dachte, das wäre hier vorm Regenwald und nicht schon im Regenwald. Okay. Oh, jetzt muss ich einmal umsonst laden. Toll. Monstis? Ich habe fünfmal drauf gedrückt, aber irgendwie hat es mich ignoriert. So. Juhu! Cool. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt ausprobiert. Können wir wieder landen. So, mit dir können wir leider noch nicht kämpfen. Du bist noch etwas unterlevelt dafür. Auch so auf Level 1. Ist das, glaube ich, klar? Okay. Dann gehen wir die mal alle suchen. Low-Level-Monster hier. Bleibt uns fern. Es ist nur zu eurem Besten. Wenn ihr euch nicht mit uns anlegt. Habt ihr das verstanden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das verstanden habt, aber egal. Okay. Wir können gleich noch ein bisschen Zeug sammeln, wenn wir schon mal hier sind. So. Links muss ich vorbei. Hallo? Wie weit ist es denn noch? Oh Mann. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Endbosskampf, jetzt schon. Okay, wir sind gleich da. Guckt mal, da steht er schon. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, müsst ihr morgen wieder vorbeischauen. Dann erfahren wir alle, wie es weitergeht. Bis dahin macht es gut und tschüss.